Biegearbeit kann niemals völlig losgelöst betrachtet werden. Sie geschieht immer in Verbindung mit halben Paraden, wie wir sie auch im ersten Teil unserer Reihe Reiten gut erklärt zum Thema hatten. Du musst immer gucken, dass dein Nachgeben auf das folgt, was er aus deiner Sicht richtig macht. Also er dehnt sich rein, dann wirst du weich. Also nicht bremsen, weich werden und hoffen, dass er sich dehnt, sondern umgekehrt. Du musst dir vor deinem inneren Auge vorstellen, da ist vor dir einer gelaufen mit einem breiten weißen Pinsel und er hat auf den Boden mit dem breiten weißen Pinsel eine Linie gemalt, die kreisrund ist. Wenn du durch die Wendung reitest, hast du gewisse Fliehkräfte. Das heißt, das Pferd, auch wenn es minimal ist, verliert einen Hauch das Gleichgewicht. In dem Übergang dieses Reintreiben in die sich schließende Faust und in der Sekunde, wo der durchs Genick den Übergang angenommen hat, machst du die Faust wieder ganz weich. Immer wieder gucken, dass deine Schulterpartie mitdreht, damit sie das Gleichgewicht halten kann. Mit dem Wechsel zwischen Links- und Rechtsbiegung ändert sich auch der Weg, den die Hinterbeine beschreiten. Außen ist er minimal weiter, innen minimal kürzer, was innen zu einer vermehrten Lastaufnahme führt.